Im Grunde ist das, was an den Märkten derzeit abläuft, eine ganz, ganz große Wette, entweder gegen die Fed oder Märkte wetten gegen andere Märkte. Erstmal die Fed, die ja sagt, wie andere Notenbanken auch, etwa die EZB, nein, diese Inflation, die ist nicht dauerhaft, die geht vorüber. Jetzt gibt es Märkte wie die Anleihenmärkte, die scheinen dem zuzustimmen, denn sonst müssten die Renditen ja deutlich höher sein. Wir haben nach wie vor zwar die Tendenz zu steigenden Renditen, aber etwa eine deutsche Bundesanleihe immer noch negativ, eine US-Staatsanleihe immer noch, eine 10-jährige, immer noch unter 1,7%. Und wir hatten kürzlich Inflationsdaten aus den USA zum Vorjahresmonat von über 4%. Also da müsste mehr kommen, wenn die Anleihenmärkte jetzt überzeugt werden, ja, da ist diese Inflation, die dann wirklich dauerhaft ist. Aber es gibt andere Märkte, etwa die Break-Evens, die also Inflationserwartungen bepreisen. Also wenn man so will, die Märkte, die sich hauptsächlich um das derzeit große Thema kümmern, nämlich um die Inflation. Die sagen, ja, es kommt eine größere Inflation. Also es ist und bleibt eine große Wette. Und das haben inzwischen wirklich alle Investoren irgendwie kapiert, wie die heute veröffentlichte Bank of America Umfrage zeigt. Die fragt ja immer ganz, ganz große Investoren, wie schaut es aus, welche Risiken seht ihr, wie seid ihr positioniert, wie schätzt ihr die Lage derzeit ein. Und es gibt hier zwei Punkte, die für die Großinvestoren hier die entscheidenden Risikofaktoren für die Aktienmärkte sind, nämlich Inflation und das sogenannte Taper Tantrum. Die Inflation, das hat jetzt im Mai im Vergleich zum Vormonat nochmal deutlich zugenommen. Taper Tantrum hat etwas abgenommen. Was ist dieses Taper Tantrum? Das ist ein Slogan aus dem Jahr 2013, als damals der Notenbankchef, der Fed-Chef Ben Bernanke ankündigte, ja, wir denken mal jetzt drüber nach, aus den Anleihekäufen auszusteigen, die zu reduzieren bis auf Null. Damals dann ein ziemlicher Schock für die Märkte, die da ziemlich ins Schwimmen geraten sind. Und das ist jetzt sozusagen das, was wirklich zählt für diese Großinvestoren und was wahrscheinlich für alle derzeit zählt. Wie schaut es wirklich aus mit der Inflation? Asset Bubbles, da ist man jetzt doch ein bisschen besorgter an Nummer 3 jetzt dieser Sorgenfaktoren als noch im April. Also man merkt schon auch seitens der größeren Investoren, dass wir hier durchaus sportliche Bewertungen haben. Corona spielt fast keine Rolle mehr, ist im Mindesten nur noch die Nummer 4 bis in Nummer 5. Higher Taxes, also höhere Steuern, spielt da auch noch eine Rolle. Also, das ist das Thema. Inflation und die Folgewirkungen. Inflation wäre vielleicht gar nicht so das Problem, wenn nicht damit verbunden wäre, eben ein Umsteuern der Notenbanken. Und wir wissen doch eines, die Aktienmärkte, worum kümmern die sich? Kümmern die sich um fundamentale Daten? Nein, das ist ihnen herzlich egal. Es geht um Liquidität, Liquidität und Liquidität. Sonst wären wir in der Corona-Krise nicht auf neue Allzeithochs gestiegen, angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung völlig klar. Dementsprechend Entzug der Liquidität, und das wäre dieses Tapering, das wäre möglicherweise auch eine irgendwann erfolgende Zinsanhebung, sind wir noch weit entfernt vielleicht, aber wer weiß. Und da könnten die Notenbanken eben gezwungen sein, aufgrund der doch stärker steigenden und nachhaltigen Inflation, dann eben wirklich gegenzusteuern und diese ultralaxe Geldpolitik zu beenden, die Voraussetzung war für die Rallye der Aktienmärkte. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Faktoren an, warum es wirklich sein könnte, dass diese Inflation nachhaltig ist. Wir sehen hier die NFIB-Jobs hard to fill. Also das sind schwer zu besetzende Jobs von US-Unternehmen, die hier befragt wurden. Und da sind wir ganz klar auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Und schwer zu besetzende Jobs heißt faktisch, damit man diesen Job besetzen kann, wird man wahrscheinlich höhere Löhne ausrufen, wird bereit sein, als Unternehmen sehr viel Geld zu bezahlen, damit dieser Job, der wichtig für das Unternehmen ist, auch wirklich ausgefüllt werden kann. Also hier geht die Kurve ganz klar nach oben. Unten sehen wir die Fed Funds, also praktisch den Leitzins knapp über Null oder bei Null. Ist die Fed hinter der Kurve? Diese Grafik sagt ja, sie ist hinter der Kurve, denn möglicherweise kommt eben nach dem Anstieg der Rohstoffpreise, der sich jetzt ein bisschen abgeschwächt hat. Wir sehen Metalle ein bisschen schwächer, wir sehen, dass Lumber jetzt ein paar Tage gefallen ist, aber immer noch stark gestiegen ist, also das Bauholz in der Summe seit Jahresbeginn vor allem. Und das sagt jetzt auch in Sachen Lohninflation, sagt jetzt eben auch Goldman Sachs, ja, wir sehen da Upside Risks, wir sehen da Aufwärtsrisiken.
Denn es ist so, dass diese Post-Pandemic-Price-Spikes möglicherweise nicht vorübergehend sind, eben weil wir Lohnerhöhungen auf breiter Front sehen werden und Labor Market Tightness, also es gibt sozusagen einen Engpass auch am Arbeitsmarkt, und das, wie gesagt, ist das Puzzleteil, das fehlt, damit aus steigenden Rohstoffpreisen in Kombination mit steigenden Löhnen dann wirklich Inflation entsteht, und die könnte nachhaltiger sein. Und was wir in den USA beobachten, die Mietpreise gehen deutlich nach oben, etwa hier Mieten für Einfamilienhäuser, so muss es heißen, die sind jetzt auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2006 gestiegen, und Miete ist ein ganz, ganz großer Faktor in dem Warenkorb, der bemisst, wie die Inflation berechnet wird. Bei der sogenannten Kerninflation, Core PCI, macht das 42% aus, also die Hälfte fast. Klar, Miete ist natürlich ein riesiger Faktor für die Lebenshaltungskosten. Also hier von der Miete, auch von Mietkosten, sehen wir einen deutlichen Anstieg. Wenn die Mieten steigen, müssen die Arbeitnehmer irgendwann höhere Löhne fordern, um eben diese Mieten zu bezahlen. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, der extrem wichtig ist. Wir hatten zwar eine immense Ausweitung der Geldmenge im Rahmen der Gegenmaßnahmen der Notenbanken gegen die Corona-Krise. Die Fed hat die Geldmenge M2 um 27% ausgeweitet, die EZB um fast 13%. Okay, passiert aber nichts, solange die Geldumlaufgeschwindigkeit nicht steigt, sondern abnimmt. Sie hat stark abgenommen, wie wir hier in dieser Grafik unten sehen, während dem Hochpunkt der Corona-Krise. Aber jetzt ist sie wieder ziemlich deutlich angestiegen und fast auf dem Niveau, praktisch auf dem Niveau von vor der Corona-Krise. Das Geld beginnt also zu zirkulieren. Auch das eine wichtige Voraussetzung für Inflation. Das meint auch hier Lars Christensen, der hier sagt, okay, jetzt sind wir praktisch auf dem Niveau von, wo wir waren vor der Corona-Krise, und jetzt kommt eben diese ganze Geldmenge, die hier geschaffen wurde, eben zum Tragen, und das ist die große Gefahr. Lars Christensen ist übrigens der Gründer der Saxo Bank, vielleicht kennen Sie die. Jedenfalls sehen wir, dass bei dieser Umfrage der Bank of America die Inflationserwartungen nach wie vor sehr hoch sind, sind ein klein bisschen zurückgegangen, aber nicht wirklich viel. Wir haben nach wie vor praktisch ein Allzeithoch an Inflationserwartungen durch die befragten Großinvestoren. Und wir haben nach wie vor einen ganz, ganz großen Optimismus, auch ganz leicht zurückgegangen im Vergleich zum April in Sachen, ja, wirtschaftliche Entwicklung. Wie siehst du das? Bist du da positiv? Ja, ja, alles super. Wir erwarten den totalen Boom, offenkundig. Wenn man es zusammenfasst, könnte man sagen, ja, der neue Konsens, und da stimmen 69% der Befragten zu, ist, wir werden höhere Inflation sehen, weil wir eben höheres Wachstum sehen, hohes Wachstum, hohe Preissteigerungen. Das ist der große Tenor. Kommt das wirklich? Das ist eben die Gretchenfrage. Wir wollen uns mal ein paar Punkte anschauen, die vielleicht auch dagegen sprechen könnten. Nachdem wir gesehen haben, Geldumlaufgeschwindigkeit steigt, wichtige Voraussetzung. Löhne könnten steigen, wichtige Voraussetzung für Inflation, und Geldumlaufgeschwindigkeit deutlich gestiegen, wichtige Voraussetzung für Inflation. Aber wir sehen, dass das mit dem Wachstum nicht mehr so toll ist. Hier sehen wir den Citi US Economic Surprise Index, nämlich Hard Data, harte Daten. Also Daten, die wirklich quantifizierbar sind. Es gibt ja Stimmungsdaten, Umfragen, wo Leute gefragt werden, ja, wie siehst du die Lage? Und dann sagen die, ja, beschissen bis mäßig oder super gut. Aber es gibt eben harte Fakten, die schlichtweg klare Fakten sind, wo es nicht um Interpretation geht, sondern um klar messbare Größen. Etwa das BIP ist eine solche Größe. Hier sehen wir, dass wir da ziemlich abgestürzt sind, was diesen Economic Surprise Index betrifft, diesen Inflation Surprise Index von der Citigroup. Also es ist so, dass die Daten schlechter reinkommen als erwartet hier bei diesem Economic Surprise Index, nicht Inflation, Economic Surprise, Inflation Surprise Index. Den gibt es nämlich auch von der Citigroup. Ich verwechselte sie jetzt permanent. Das ist praktisch die ordentliche, wie soll man sagen, Verwirrung, die eintritt, wenn man schon ein paar Stunden Arbeit hinter sich hat. Jedenfalls sehen wir, dass das hier nicht wirklich so überzeugend ist. Das ist das eine. Und wenn wir perspektivisch mal gucken, sehen wir, dass ein wichtiger Faktor für Wachstum nach wie vor und vor allem ja China ist, die in der Corona-Krise noch als Motor funktioniert haben, ein Stück weit die Nachfrage hatten. Dadurch ging ein bisschen was auch in den westlichen Wirtschaften. Jetzt sehen wir aber, dass Chinas Kreditimpuls das erste Mal negativ geworden ist. China
tritt also bereits auf die Bremse eher, als dass man in Sachen Stimulus, Fiskalpolitik etc. Gas gibt. Das ist ein Faktor, der normalerweise zwischen 6 und 12 Monaten braucht, bis er dann in der westlichen Welt ankommt. China hat auch gesagt, ja, wir erwarten jetzt, dass die Preise weiter steigen, vor allem die Erzeugerpreise, aber wir wollen etwas dagegen tun. Man ist dabei, etwa einzuschreiten bei bestimmten Rohstoffmärkten. Eisenerz hier in Dalian am Future-Markt scheint man zu intervenieren, erhöht die Margen für Long-Positionen etc. Also da versucht man, diesen Anstieg zu bremsen, staatsdirigistisch einzugreifen, um damit die inflationären Entwicklungen ein bisschen zu bremsen. Und jetzt haben wir natürlich unsere genialen Leuchten aus der Eurozone in Gestalt der EZB, wie zum Beispiel dem französischen Notenbankchef Villeroy, der gesagt hat, no, there is no risk of inflation return in the euro area, also da gibt es kein Risiko für die Rückkehr der Inflation in der Eurozone. Das ist eine erstaunliche Sicherheit, die dieser junge Mann an den Tag legt. Normalerweise ist es ja so, dass die Zukunft die Tendenz hat, unbekannt zu sein. Dementsprechend wundert man sich über diese Sicherheit, die hier Villeroy zum Ausdruck bringt. Er sagt auch, deswegen werden wir und diese ultralaxe Geldpolitik beibehalten. Heute dann auch Lagarde. Ja, wir werden weiter die Wirtschaft stützen. Komme, was er wolle. Also das basiert alles auf der Prämisse, dass diese Inflation nicht wirklich nachhaltig ist. Mit wem ich auch immer spreche, aus welchen Branchen, sagt mir, wir haben Preiserhöhung, Preiserhöhung, nächste Preiserhöhung. Da sieht man schon offenkundig inflationäre Tendenzen und die Unternehmen sind sehr, sehr stark in Richtung Inflation inzwischen orientiert, erwarten steigende Inflation. Gut, dass wir die Notenbanken haben, die es besser wissen. Inflation bedeutet, dass normalerweise dann Value-Werte, um jetzt mal zu den Märkten zu kommen, besser laufen als eben Tech, Growth, also die Werte, die jetzt gut gelaufen sind, vor allem in der Corona-Krise, als nichts gewachsen ist, bis eben Tech, so wie Amazon, eben die Internetkonzerne, die haben sogar eher profitiert, weil die Leute zu Hause geblieben sind. Wir sehen jetzt aber, dass das Leadership, also die Führerschaft an den Märkten sich verändert hat. Wir haben jetzt vor allem den Bereich Energie- und Finanzwerte, die deutlich hier zulegen können, hier in Gelb. Während Tech und Consumer Discretionary, das waren vorher die Treiber in der Corona-Krise, jetzt deutlich zurückbleiben. Wird sich das wieder verändern? Das ist die große Frage. Hier sehen wir, dass auch die Fundmanager von der Bank of America, die Befragten nämlich, sagen, also Tech ist jetzt nicht mehr so cool. Da ist man ziemlich unterinvestiert in Tech. Also die Dickfische sind nicht wirklich mehr stark investiert in Tech. Ist das jetzt sozusagen ein Kontraindikator? Kann sein, aber es spricht eines dagegen, nämlich Trends gehen nicht so schnell vorbei. Hier sehen wir mal History Suggests, ein Tweet von Michael Venuto, der sagt, ja, also es sieht so aus, als wären wir am Beginn eines Trends und normalerweise dauern solche Trends, solche Zyklen länger, nämlich durchschnittlich 33 Monate. Manche dauern sogar über 100 Monate. Also da ist schlichtweg eine sehr lange Distanz manchmal der Fall. Aber durchschnittlich 33 Monate, also fast 3 Jahre, könnte man sagen. Jetzt sind wir gerade mal in Monat 8. Das Ganze mit dem Value Trade hat ja so richtig begonnen Anfang November. Wenn man will, da ist dann diese Impfstoffgeschichte dazugekommen. Jetzt sehen wir, dass wir da ziemlich so im Durchschnitt liegen eines Trends, nämlich Value gegen Growth. Und das könnte bedeuten, dass wir da doch durchaus noch eine Strecke vor uns haben und dass deswegen die befragten Fondsmanager recht haben, wenn sie sagen, wir wollen jetzt Tech ein bisschen untergewichten, zumal eben, wenn die Renditen steigen, wenn die Kapitalmarktzinsen steigen, was ja normalerweise nicht so gut ist für Tech. Kommen wir noch zu ein paar anderen Aspekten der Märkte. Wir sehen jetzt hier Short-Positionen beim Spider, also beim maßgeblichen ETF auf den S&P 500 nahe des Allzeittiefs. Es ist nicht so, dass die Märkte jetzt wirklich short sind. Die großen Fondsmanager sind wenig in Tech investiert, aber dafür sind sie stärker in Value investiert. Aber sie sind eben nicht wirklich short, das kann man nicht wirklich behaupten. Und ein Treiber für die Aktienmärkte, das sind die sogenannten Buybacks. Schauen wir uns mal an, jetzt stand um und bei Mitte Mai, wie viele Aktienrückkäufe hier schon genehmigt oder ausgeführt wurden. Wir haben jetzt in diesem Jahr einen absoluten Rekord, also
Es gibt so viel Cash durch die ultralaxe Geldpolitik der Notenbanken, dass die Unternehmen sich sagen, boah, dann kaufen wir die eigenen Aktien zurück. Das ist natürlich ein stützender Faktor für die Aktienmärkte. Letztes Jahr war das ganz anders, aber letztes Jahr sind wir dennoch gestiegen, obwohl die Buybacks kaum der Fall waren oder deutlich weniger der Fall waren. Die Unternehmen waren verunsichert, wollten Cash erstmal horten, wollten nicht eigene Aktien zurückkaufen, aber das Thema Liquidität ist eben das Dominante. Die Fed und andere Notenbanken haben Geld ins System gespült, also sind die Aktien gestiegen. Das ist der entscheidende Faktor. Und da helfen auch die Buybacks dann nicht oder können das nicht wirklich umdrehen. Insgesamt sehen wir, dass jetzt der S&P 500 seit letztem Jahr keine Korrektur mehr von 5% hatte. Wir hatten kürzlich jetzt einen Rücksetzer von 4, irgendwas Prozent. Normalerweise sehen wir ja dann schon mal so Rücksetzer 10%, 7%, 12%. Das sind durchaus normale Dinge, 19%, all das kommt mal vor. In den letzten Jahren haben wir jetzt nicht gehabt. Also im Grunde ist es jetzt ein Warten, wann kommt mal dieser Rücksetzer. Der kann nur kommen eigentlich, wenn die Märkte erwarten, oh, jetzt wird es wirklich heiß mit der Inflation, weil die Notenbanken dann umsteuern müssen. Dann könnte etwas wirklich Dramatisches kommen in Sachen Kurseinbruch oder es kommt natürlich ein schwarzer Schwan, den keiner auf dem Zeiger hat. Irgendetwas, was überhaupt noch nicht wirklich auf der Bildfläche ist. Jedenfalls sehen wir, dass die Stars der Corona-Krise, nämlich Tech und auch Bitcoin, ist ja auch sehr gut gelaufen, jetzt ein bisschen Probleme haben. Bitcoin jetzt auf dem tiefsten Stand seit Februar, nachdem China nicht nur gesagt hat, ja, wir wollen da ein bisschen an der Schraube drehen in Sachen Erzeugerpreise, in Sachen Rohstoffe, sondern auch nochmal klar gemacht hat, also Leute, hier Zahlungsmittel ist nicht eine Kryptowährung bei uns, das könnt ihr mal glatt vergessen. Man plant ja den digitalen Yuan, der scheint allerdings erstmal ein ziemlicher Rohrkrepierer zu sein, aber auf jeden Fall, man sagt hier, mit Kryptowährungen wird bei uns im Reich der Mitte nicht bezahlt und das ist natürlich etwas, was neben den großartigen Aussagen von Elon Musk und einigen Bremsfaktoren derzeit für Bitcoin sich nicht so toll auswirkt. Wir sind um und bei $43.000. Wichtig ist so diese Zone 39.000 bis 40.000 als Unterstützung. Und da verläuft auch eine wichtige Trendlinie. Wenn die gehalten wird, dann kann es wieder nach oben gehen. Wenn nicht, dann könnte es allerdings ein bisschen schwieriger werden für Bitcoin. Also, das ist erstmal die Situation. Inflation, Inflation, Inflation. Daraus folgend Taper Tantrum, daraus folgend potenzielle Zinsanhebung, wenn eben diese Inflation stärker und dauerhafter ist. Noch wissen wir natürlich nicht, wie es sich damit verhält, denn es werden noch Monate ins Land gehen. Wir werden im nächsten Monat dann wieder sehr hohe Inflationsdaten sehen. Aber die Frage ist, wie geht es eben dann weiter? Das ist der entscheidende Punkt und da werden die Märkte ziehen und zerren, rätseln. Wie schaut es jetzt wirklich aus und kann die Fed ihr Mantra und die EZB ihr Mantra aufrechterhalten? Diese Inflation ist nicht dauerhaft. We will see. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend Ihnen und sage Servus und Ciao.